Was mache ich denn jetzt? Bin ich jetzt? Ach, warte mal hier. Ne, ich bin jetzt gerade. Ach so, ich muss gerade. Ich komme sofort. Ich bin wieder hinten beim Aufzug gelandet. Okay. Ich fliege zu dir. Ich glaube, ich laufe dann erstmal wieder zurück. Wieso bist du nicht gestorben? Ich bin gestorben. Was Ja, ist weil das? ich da. Ja, genau, lass das mal. Hältst du das offen? Dann mache ich die kaputt. Ach, man muss Oder es offen andersrum. halten. Ja, mach die offen. Oh Gott, sind die heftig. Auf was für eine Schwierigkeitsstufe hast du hier eingestellt? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich könnte höchstens da. Holy crap. Ist Oh, da das verliert man gar einzahlen? nicht sein Inventar. Das ist ja Nee, praktisch. ist ja. Aber hier ist eine Schaufel, die eine Schaufel droppt. Ja, Okay. der hatte eine Schaufel nach. Nee, von den Drecksviechern. Okay, ich mache jetzt mal den Lichtschalter an. Wie wär's Ja, damit? sehr gut. Boah, ist das die erste Jump-Map? Das ist das erste Jumper, den ersten Jumper, würde ich sagen. Na, guck mal, wie wir uns mal schlagen. Warte mal, wo müssen wir überhaupt hin? Ich glaube, da oben zur Kiste, aber ich glaube, da Zu den oben einmal. Deiter? Warte mal. Okay, klappt nicht. Kommt man nicht so dran? Gott, der Leitersprünge wird mich. Boah, da unten sind überall Zombies. Ich kann nicht das auch machen. Was ist das denn? Woher kommen die denn? Die spawnen hier irgendwo. Hast du nicht irgendwo eine Fackel mir gegeben? Ich setze jetzt hier mal eine Fackel hin. Da Ist doch warst du. ganz leicht. Und du kannst doch die Dinger oben klappen. Ich hab nichts gesagt. Ja, da ist die Decke nämlich. Boah Gott, okay, jetzt konzentriert. Okay. Ich glaube nicht, dass man da hochkommt. Das ist ja höher als ein Block, Falltür dann. Oh, tatsächlich. Naja, gut. Ich hab das gemerkt. Schiff geht das, dann fällt's doch nicht runter. Gott. Wie weit kann man springen? Angst. Muss ja eh nur einer schaffen. Stimmt, das ist voll praktisch eigentlich. Yep, ich hab's Außer geschafft. man muss irgendwo hinkommen. Also. Das auch noch, ja. Nein! Jetzt hab ich die scheiß Bottle geworfen. Ah, nee, nein, 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 nein. Ah, was ist das denn hier? Der setzt immer die Dinger hin. Ach, Mano. Ich will doch nur. Kannst du mal irgendwie gucken, ob du die Klappe hier umlegen kannst, von unten vielleicht? Aber ich kann mich auch auf die Leitern. Nee, kann ich nicht. Ja, hier. Ja, danke. So. Draußen ist irgendwas passiert. Und hier ist eine Bottle of Enchanting drin. Jetzt soll ich mich um die Kerle da unten kümmern. Aber echt tierisch rein, die Viecher. Also du hast jetzt 4 Bottle of Enchanting, oder? Offiziell ja, aber ich habe auch ganz außerdem einen geworfen. Von daher hätte ich hier 4, ja. Warte mal. Alt-Klick. Hat Einfach aber nicht rechts. so funktioniert. Was hast du So. denn auch hier rausgeworfen? Nein! Shit! Warte mal, wie beliebt. Nein, 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 geh weg! Warte mal, mach ich denn das jetzt wieder hier weg? Ich mache mal den Raum zu. Geht nicht mehr zu, okay. Das ist irgendwie doof. Wie hast du das wieder gelöscht, die 64 Stack, die du hattest? Ich habe die irgendwo in eine Kiste gelegt. Ich weiß auch, hier hinten irgendwo hin, ist doch egal. Let's go. Ja. Forschungsabteilung. Aber mein Schwert ist schon fast kaputt. Ist jetzt nichts passiert, oder? Nicht wirklich, ne. Okay. Ich trau dem Brat nicht so. Türen öffnen, Licht an. Mach jetzt mal Licht an. Alles klar, klingt gut. Die Forschungsstation in den Aufzeichnungen. Ach Gott, Mann, geht doch nicht mal weg. Nette Toilette? Hä? Was? Steht da. Das ist die Forschungsstation. In den Aufzeichnungen der Wärter stand doch die Mannschaft ist hier. Darunter nette Toilette. Was ist das? Warte mal, welches war der Knopf für nette Toilette?
glaube, das ist innen drin bei den Zombies vielleicht. Das kann sein, ja. Okay. Dann mache ich mal Türen öffnen. Ja. Uah! Holy. So, ich bin jetzt da hier. Da war doch noch irgendwo was. Ja. Ich höre doch noch wen. Da! Da. Wo kam der denn jetzt hier? Ist die schon drin? Mal schon die ganzen Dinger aufmachen hier. Vielleicht ist da was hinter. So eine Glasblöcke. Hier hinter ist ein Ofen. Dispenser. Mit zwei Bottle of Enchanting. Okay, nimm dir die beide, ich hab voll voll. Also hast du jetzt sechs, oder? Ja. Ja, fünf, aber eigentlich sechs. Ja, dann nimm dir halt noch eine. Einer hat mich aus das Ding geworfen, aber das war ja meine eigene Dummheit. Ach so, naja. Ja. Oh, ich bin fast tot. Ha. Oh ja, essen. Ich sollte auch mal was essen. Nein, ich nehme nicht Fisch, ich esse Zombie. Brains. Spider-Eis kann man auch essen, oder? Nein! Hast du die gerade gegessen? Fuck, bin ich jetzt tot? Nein, ich nicht. War trotzdem nicht so eine gute Idee. Aber was? Da hab ich keinen Fisch verschwendet. Ja. Hä? Zweiter Stock da, Bekleidungsschuhe und Unterwäsche, hä? Da drüben sind Quartier, vielleicht finde ich ja was, okay. Ja gut, nach der Armbekleidung sieht es hier nicht so aus. Moment, warte mal, hier ist ein Knopf und zwei Kisten. Eine Bottle of Enchanting. Und eine Kiste mit Buch. Ja, ich habe noch eine Bottle of Enchanting bekommen. Also, es wird 7 und ich 8. Yep. Ich lese mal das Buch vor. Mhm. Forschungen. Die Mannschaft des gestrandeten Bootes haben wir einen Test unterzogen. Unser Serum hat sie alle zu wilden Bestien verwandelt. Sie wurden wieder in die Zellen gesteckt. Okay, wir haben unsere Mannschaft wohl umgebracht. Das ist natürlich nicht so praktisch. Nee. Hast du den Knopf schon gedrückt? Welchen Knopf? Hinter dir? Nee. Oh nein, ich habe alle der Mannschaft getötet. Ah, was wir gerade gesagt haben. Ich sehe, wie ich hier wegkomme. Hoffentlich gibt es No. Fehlt was ein bisschen, ne? Ja, komisch. Hast du die Dispenser alle durchgeguckt gehabt? Ja, da war eben eine Flasche drin. Okay, sehr gut. Dann können wir eigentlich wieder zurückgehen. Eigentlich schon. Mal gucken, ob sie jetzt was verändert. Ja, die Mannschaft ist tot. Ja, hier ist, vorher hat da nur eine geleuchtet, glaube ich. Nee, zwei. Echt? Na gut. Ja. Zu Kurzzeitgedächtnis ist nicht so gut. Das ist dunkel, da musst du für dich sehen. Der hat ein Skelett halt an. Bei mir? Achso, ja, bei mir ist es Kilian von Potsdam Media. Fahrstuhldefekt, ja gut, das haben wir eben gemerkt. Muss mal. Passiert auch nichts. So. Ach, vielleicht ist das einfach nur so ein Safe Point, das kann glaube ich sein. Dass man, wenn man tot geht, da wieder spawnt. Das kann sein, ja. Ach Gott, ich glaube, das sieht nach so einem Jumper da oben aus. Ich hab's mir auch gerade gedacht, scheiße. Schon verloren. Na gut, da brauchen wir nicht jumpen, da kommen wir nicht hoch. Hä? Zweiter Stock, Damenbekleidung, ja, hier ist immer. Jetzt. Oh Gott, das ist eine Kiste. Hier eins. Warte mal, ist das ein Lichtknopf da hinten? Jetzt sprint ich mal da durch. Lichtschalter, ja. Ich schlaf mal kurz. Also, nur dass ich den Spawn set. Oh, immer oh da ist Rüstung drin! Echt? Eisenrüstung. Ja. Ja, auch. Gott cool. Sei Dank. Schauen wir mal durch, ob es vielleicht noch was anderes gibt. Da ist noch ein Schwert. Ich habe auch noch. Hier ist noch eine Eisenrüstung. Ich nehme einfach alles mit, was ich hier finde. Ich nehme auch mal noch eine zweite mit. Ich weiß nicht, ob man das darf, aber. Ich habe jetzt auf jeden Fall drei Schwerter und noch eine extra Ausrüstung. Drei Rüstungen. Ich nehme nur noch die Schwerter mit. Nette Ausrüstung auf jeden Fall hier. Ja. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal Glück und werde jetzt mal nicht hungrig von dem blöden Zombiefleisch. Nein. Kein Glück. Warte mal. Toiletten. Hier das sind echt nette Toilette. Herren, gehe ich natürlich hin. Da. Auch das Damenklo.
Wieso haben Frauen Klos Pissoirs? Tja, das frage ich mich allerdings auch. Oder ist es ein Waschbecken? Weiß ich nicht. Ja gut, es kann natürlich sein, dass das Waschbecken sind. Hier ist, ja. Sieht Toilette. Genauso aus wie in der Männertoilette. Eine Bottle of Enchanting habe ich gefunden. Hä? Auf dem Frauenklo. Oh, ich habe gar nicht in die Chest geguckt. Hoppala. Nette Toilette. Da mal im Wasser gucken. Aber das sind, glaube ich, nur Eisenblöcke. Aufgemacht. An der Decke geguckt. Okay, hier ist keiner. Das sind nur so. Für. Oh. So, da waren wir schon, genau. Hier sind zwei. Das ist, glaube ich, das gleiche. Ja. Ja, gut, noch mehr brauche ich jetzt erstmal nicht. Wir wollen ja nicht übertreiben. Ich glaube auch nicht, dass es darauf ausgelegt ist, dass man alles mitnimmt. Nee, nee. Vielleicht hat sich ja irgendwo noch eine Bottle eingeschlichen. So. Ach, hast du nicht gerade noch eine gefunden gehabt an der Toilette? Klo. Auf dem Damenklo. Dann haben wir jetzt neun. Also, ich habe neun. Ja. Ich glaube, das läuft ja auf selbe hinaus. Ja, glaube ich auch. Aber da hinten ist eine medizinische Abteilung. Ja. Da ist sicher Essen drin oder so. Schauen wir mal. Das ist also die Krankenstation. Mal sehen, was der Chefarzt so an Medikamenten hat. Boah, schauen wir mal. Eine Flasche auf alle Fälle. Bottle of Enchanting. Okay, haben wir. Ich drück mal den Knopf für den Kühlschrank. Huch! Schien, was war das denn? Speed. Ah, cool. Sind Bottle of Enchanting sind drin. Splash Potion, Regen, Healing, Strength. Ich glaube, ich nehme die mal da raus. Also, ich habe drei Bottle of Enchanting rausgerettet und dann habe ich noch drei Splash Potions. Instant Health, Regeneration und Fire Resistance. Sehr cool. Was war denn in der Kiste hier hinten nochmal drin? Haben wir die aufgemacht? Ja, ne? Oh, da ist noch mehr drin. Swiftness, Potion of Healing, Strength, Regen, Fire Resistance, Night Vision, Strength, Invisibility. Ja. Okay, das ist cool. Das sind alles Splash Potions. Ja, die kannst du halt auf den Boden einfach schmeißen, dann werden wir geheilt. Das ist cool. Ja, jetzt ist dann aber doch langsam hier mein Inventar voll. Hast du Kürze mitgenommen? Hast du auch Speed? Nee, ich hab Strange. Das hier? Mensa. Boah, kleiner Leck. Hier gibt es zwei Hebelfenster und Licht. Gott sprach, es werde Licht und es wurde dunkel. Was ist das denn? Das stimmt aber nicht so. Wieder machen wir mal. Ja, das war natürlich saublöd. Oh, hab Fenster aufgemacht. Na, Damage. Ich hätte gern einen Cheeseburger. Gibt's hier sowas? Oh, hier ist Hühnchen drin. Cook Chicken. Ja, ein Cheeseburger, ja. Fast Chickenburger. Ich geh mal die Öfen durchgucken. Neun Stück insgesamt. Ich hab noch eine Bottle gefunden. Brot gibt's auch neun Stück. Noch eine Bottle, okay. Und noch zwei Bottle. Cook Pork Chop. Noch zweimal. Oh ja. Noch zweimal? Also fünf kannst du jetzt geben? Ja. Oh, ich hab auch noch eine gefunden. Also habe ich 16 und das sollte dann stimmen, ne? Ich habe 13. Ja, ich glaube, dann fehlen mir noch. Da müsste ich mir noch zwei geben. Also du kannst auch noch 5 Cook Chicken, 9 Cook Chicken, Entschuldigung, 9 Brote und 9 Cook Pork Chop und 6 Cooked Fish geben. Warte mal, wie viel war das jetzt? Wie viel Cook Pork Chop? Also von dem Hühnchen, Brot und Schweinefleisch sind es jeweils 9 und vom Fisch waren es 8. Hühnchen 9, Brot 9. Ah, das reicht dann, glaube ich, auch, wenn ich kann mir immer noch was geben. Ja, also. Bread. Vor allen Dingen ist es ja cool, dass wir das Inventar nicht verlieren, wenn wir sterben. Das ist schon sehr, sehr praktisch. Ja. Fetzer nervt mich immer so ein bisschen. Ui, die Kantine. Vielleicht finde ich ja was Leckeres zum Essen in der Küche. Aha. Ich habe gar nicht gelesen vorher. Einfach mal so geplündert. Warum erst gehen? So, jetzt habe ich das ganze Zombiefleisch aufgegessen. Wie bist du? Jedes Mal vergiftet worden.
Welches Level bist du? 4. Okay. Ich bin Level 6. Ach, deswegen war die Treppe versperrt, total überflutet. Soll ich mal runtergehen und gucken, ob ich was finde? Stimmt. Hast du hier was versteckt? Ah nee, hier unten. Ah, jetzt sind wir wieder hier unten. Aha. Ach, die Treppe. Was ist das hier? Ich sehe nichts. Das ist ein Glowstone. Da unten ist eine Kiste. Oh Gott, echt? Aber ich muss nach oben. Ah! Oh, schnapp. Autsch. Shit. Das war natürlich sehr dumm. Okay, unter der Treppe ist eine Kiste. Ein Diamant. Okay, sehr gut. Darf man sich hier auch was craften? Ich weiß das gar nicht. Bestimmt. Wenn wir eine Crafting Bench finden. So, ich muss jetzt erstmal was essen. Bis nachher. Aber noch keine Jumper, so großartig. Ja, so ein bisschen halt, ja, aber das war. Das hätte ich vielleicht noch geschafft. Ja. Ein paar Anläufe. Schwer. Ach, das ist ja eine Holztür. Fahrstuhl ist immer noch defekt. Jetzt sind wir im dritten Stock, glaube ich, gell? Bei der Damenunterrunde. Docks. Ich höre Skelette. Das ist ein Hafen, aber kein Schiff ist da, aber eine Kiste dafür. Schau mal unter Wasser, ach, das ist nicht tief. Das Wasser. Mit zwei Eimern und einer Bottle of Enchanting. Ich gebe dir mal einen Eimer ab. Können wir Wasser voll machen? Mhm. Und eine Flasche noch, hast du gesagt, ne? Yep. Wuppa. So. Wasser klauen. Ich schau jetzt mal da hinten. Da gibt es sicher noch was. Darauf schwimmt. Ich habe noch eine Fackel. Ach, ich habe meine in dem Raum drin gelassen, ich Depp. Ah, ich glaube, die kannst du eh nicht abbauen. Oder? Ah, hier unten ist eine Kiste. Ach, hier geht's auch ganz tief runter. Oh, eine Bottle habe ich gefunden. Okay, ich schau mal hier kurz da rein in diesen Wasserfall. Wo bist du denn? Ach, da oben. Ja. Ich meine, da könnte man hochschwimmen, theoretisch, aber. Man, das soll, ist ja eine andere Sache. Aber hier geht's nämlich noch ganz tief runter, hier vorne. Ja, ich schwimme jetzt hier mal hoch. Gucken, ob man da irgendwie rauskommt. Mal gucken, was hier unten so ist. Nee, ist nur eins weit, da kommt man gar nicht durch. Ein Leuchtstein? Also hier ist. Oh, oh, ich bin draußen. Wie? Cool. Also, wenn du. Geh mal zurück zum Hafen. Mache ich sofort, warte mal. Das sieht hier komisch aus, das ist nichts. Okay, zum Hafen, ja. Und dann runtertauchen, hast du gemeint. Ja, da siehst du ja die Kiste im Wasser wahrscheinlich. Ja, und da geht's runter. Kannst du runter, ja. Muss dich ein bisschen beeilen, weil sonst verlierst du ein bisschen Leben. Ich sehe den Namen schon. Oh, das hat aber gerade so ausgereicht. Kein einziges Leben verloren. Oh, schön hier. Und hier ist eine Kiste. Mit zwei Botteln drin. Ich weiß nicht, ob die Level dann im Endeffekt zählen oder die Flaschen. Aber ich denke mal eher die Flaschen, oder? Weil Level könnte es ja so. Monster killen wollen. Ja, die spawnen eigentlich unendlich. Ach, hier sind wir draußen vor der Kantine. Aha. Ah, oh, hier oben ist noch eine Kiste. Muss auch sicher in den Bäumen. Ja, hier sind drei Stück drin. Hier sind nochmal zwei, also insgesamt. Okay, da haben wir auch noch zwei Cheaten. Drei. Nehme ich mir so raus. Gut, kompliziert. Ich glaube, ich lasse mal die Rüstung da. Ich glaube nicht, dass ich so oft auf die Fresse kriege. Ich lasse auch, glaube ich, die Bücher da, die ich noch da habe. Meine Taschen so voll. Ja. Vor allem die ganzen Splash Potions halt, die ich da mitgenommen habe. Stimmt, ja, du hast halt alles leer geräumt. Ich glaube, das war's auch hier, oder? Das war so gut, wahrscheinlich der Special Room. Ja, so ein Easter Egg oder so. Okay, dann würde ich mal sagen. Jetzt zurück. Voll gegen die Wand gesprungen. Kappa. Ah, ich glaube, zurück ist aber ein bisschen schwierig jetzt. Warte mal, das muss ich nochmal neu machen. Schauen wir mal. Weil hochschwimmen ist man ja immer viel langsamer. Ja, nee, das geht. Es geht, es geht, es geht. Ja, es passt. Ich bin ohne ein Leben zu verlieren. Ich check gar nicht, wo ich hin muss. Ach, da. Immer der Nase nach. Ja, gut, das haben wir ja schon mal einen geheimen Raum gefunden. Sehr gut. Wir sind voll gut in diesem Spiel. Enorm. Die Hangar. Boah, da kommen schon die ersten Spinnen entgegen. Ja, die können wir ja hier leicht killen. Naja, geht doch nicht dran. Entschuldigung.
Also ich meine, das ist ja... Boah, Creeper, Creeper! Nein! Boah. Ach, die können auch kein Redstone kaputt machen, das ist natürlich praktisch. Tower. Ich gehe hier mal die Leiter hoch. Ja, ich gehe mal hier hinten gucken, ob ich noch was finde. Rollbahnbeleuchtung. Das hat nichts gebracht. Ah, oh, mir scheint es nach draußen zu gehen. Licht. Das ist ja cool. Ich habe noch eine Bottle gefunden. Eine? Okay.